Tempel. Wir stehen gerade mal hier am ältesten Portal, damit wir unseren täglichen Bonus hier bekommen, das seltene Emblem. Das habe ich jetzt die letzten Tage auch geholt, obwohl ich nicht aufgenommen habe, dass ich wenigstens diese Sachen nochmal mitnehme. Ich habe dann zwischendurch halt viel auf meine anderen Chars gespielt. Ich habe ja auch einen Monk, der ist tatsächlich jetzt gerade seit heute 60. Oder gestern? Gestern Abend noch? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich habe es gestern Abend gerade so noch geschafft. Ja, ich spiele ja auch noch einen Dämonenjäger. Das macht mir auch ziemlich Spaß. Also die beiden finde ich auch auf jeden Fall richtig cool. Aber den hier, den mag ich auch sehr. Jetzt holen wir uns nur noch mal gerade die täglichen Bonis, bevor wir in der Story weitergehen. Gratis Tagesbelohnung nehmen wir natürlich mit. So, was haben wir hier noch? 10M-Installationen. 10 Millionen wahrscheinlich. Unser tiefster Dank an die Helden von Sanctuario. In nur einer Woche ist der Start von Diablo Immortal zum größten in der Geschichte des Franchises geworden. Danke, dass ihr mit uns metzelt. Ja, das machen wir sehr gerne sogar. So. Was haben wir noch? Bestenliste. Ach, da können wir auch wieder was mitnehmen. Wer hat hier irgendwas gemacht? Irgendwer hier. Cheesy war gut. Sehr schön. 50. Ich weiß gar nicht, ob das Paragon 50 ist oder was. So, aber wir machen Splitter ausliefern. Sprecht mit Kasia. Da teleportieren wir uns mal hin. So. Das geht aber lange. Lad nicht so lange, mach schneller. Den ersten Kill des Tages nehmen wir ja auch gleich noch mit. Das wird sich sicherlich alleine so ergeben. It is done. And you are triumphant where we faltered. That is twice now I have misjudged an Outlander. Hmm. I suppose I may need to work on that. That object in your hand. Is that? A shard of the Worldstone. Yes. Its terrible power resurrected the Countess. I will trust both you and Cain to deal with it then. I'm sure he'll be relieved to know it is in your capable hands. Oh, und wenn ihr nach Westmark zurückkehrt, richtet bitte Cain und Charzy liebe Grüße aus. In the meantime, we will continue to ensure the Bloodsworn do not return. Should you ever require our aid, we will be here. Farewell, friend. Okay. Autonavigation freigeschaltet. Sehr schön. Codex, was können wir da abholen? Schließt die Geschichte des Dunkelwalds ab. Das haben wir gemacht. Westmark haben wir noch ziemlich viel zu tun. Schließt zwei mit Emblem modifizierte Ältestenportale ab. Das könnten wir auch nochmal machen. Erkundung haben wir hier noch. Die Gräfin. Achso, nee, die haben wir schon. Das hier ist noch. Abschluss des Abenteuers. Begebt euch nach Westmark. Okay, da können wir ja jetzt mal die Autonavigation mal nutzen. Ist das nicht irgendwie voll der Weg? Könnten wir uns nicht einfach teleportieren? Och. So, das hat uns doch jetzt hier die Abschlussbelohnung gebracht. Ich will die nicht angreifen, ich will vorbeilaufen. Bitte sie halt. Also Autonavigation klappt. So, jetzt mache ich das nicht. Ich mache hier gar nichts. Das klappt sogar von alleine. Das ist richtig cool. Also das finde ich wirklich, ist ein echt cooles Feature. So, wir holen mal nebenbei hier kurz unsere Belohnung ab. Wir laufen ja im Hintergrund weiter, wenn auch nur sehr abgehackt. Ja, genau. Aber man läuft und das ist echt cool und super praktisch. Also man kann natürlich auch so ein bisschen Brain AFK sein dann, aber es ist auf jeden Fall einfach nur praktisch, finde ich. Erreicht Cains Arbeitsraum, habe ich gerade noch gelesen. Das machen wir natürlich. Wir sollen ja auch zu ihm. Da können wir bestimmt auch alleine hinlaufen. Uiui, es laggt. Es laggt, es laggt. Es laggt sehr. Sehr, sehr, sehr. Wache von Westmark. Oh. Wieso laufen wir diesen Weg eigentlich lang, wenn wir auch in den kurzen gehen können? Ich laufe gerade selber, das ist ein bisschen dumm. Wir machen das einfach mal wieder so. Ach, er läuft nicht. Da läuft er nicht hin. Ja, okay. Ist klar. Dann laufen wir eben. Manche Sachen funktionieren nicht mit dem Laufen hier wegen Autonavigation. Manche klappen sehr gut. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Das leuchtet aber schön. Deckard. There you are. Come,
Stay a while. The two of us have much to discuss. Haben I'm wir das? Certain. Haben wir das? Indeed, Kane. Once again, you were right. The Shard was already in the hands of evil when I arrived. Many laid down their lives to aid us in reclaiming it. Such sacrifice. Each shard has only fallen into worse hands. It is far past time we were rid of them. Follow me, if you would. Zerstören wieder, hä? Even as small as they are, the shards still radiate a corrupting power. There. It should be safe enough to begin the ritual. Müssen wir ihm noch helfen? Oder macht er das alleine? Scheint so, als würde er das alleine machen. Spell seems to have no effect. Oh. It is as if the stones are resisting. I should have guessed this would not be easy. Even the ancient Herodrim worked together when dealing with shards of the World Stone. My friend, I will need you to lend me your strength if we are to attempt the ritual once again. Can I count on you? Natürlich. What must I do? Stand there. Outstretch your arms and focus your mind upon the stones. The rest will be up to me. Dann unterstützen wir ihn doch. Wie machen wir das denn? Oi. Alles andere ist kaputt als die Steine, ne? Und der ist ganz schön weg. Okay, also kämpfen wir. Kommt noch mehr? Geht's dir gut? Ja, das sieht aber drin aus, dass wir kommen. Hey! Noch mehr? Oh ja, ein Böser. Kommst du bitte nach hier drüben? Dann kann ich nämlich. Ach, okay, dann nicht. So, viel muss ich mir auch laden. Ich habe das Gefühl, ich bin so langsam mit der Steuerung hier am PC. Aber ja, egal. Das mit dem Aufnehmen am Handy, weiß ich gar nicht, wie das geht, deswegen müssen wir uns leider damit zufrieden geben, dass ich es hier nur am PC spielen kann. Wobei ich echt niemals im Leben gedacht hätte, dass ich jemals eine andere Variante besser finde, als am PC zu spielen. Aber hier ist es tatsächlich so. Aber vielleicht verbessern sie auch die Steuerung noch mit der Zeit. War ja, wie schon öfter gesagt, gar nicht für den PC direkt gedacht. Are you hurt? I'm fine. But that was not supposed to happen. The shards have been irrevocably corrupted by Bale's influence. I'm sorry, but I am truly at a loss. No, no. Despair will do us no good. There must be an answer somewhere. There always is. But I will need to consult the Herodric texts. And that will take some time. Ja. Warten wir so lange. Warum geht ihr nicht zu Shazi? Sie wird sicher wissen wollen, wie es im Dunkelwald gelaufen ist. Hoffentlich weiß ich mehr, wenn ihr beide fertig seid. Do not lose hope, Kane. I'm sure you will find something. Das glaube ich auch. Ui. 40.000 Erfahrung. Wow. Stufe 29, das geht echt schnell mit dem Level. Ich habe wirklich das Gefühl, es geht super schnell. Vor allem jetzt die anderen Spiele hier wie Lost Ark und New World, wo man ewig lange braucht. Hier kommt man auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, viel besser voran. Gefällt mir sehr gut. Und da seid ihr ja. Ich bin gekommen, sobald ich hörte, dass ihr zurück seid. Wie war die Reise? Erschöpfend, gelinde gesagt. Kasia und die Schwesternschaft des verborgenen Auges haben mich gebeten, euch ihre Grüße zu übermitteln. Sie sind am Leben? Oh, dem großen Auge sei Dank. Es ist gut zu wissen, dass es ihnen gut geht. Ha, und ich dachte, ich wäre derjenige, der die guten Nachrichten überbringt. Ist das nicht eine Frau? Derjenige? Sie müsste doch dann sagen, diejenige. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das Bild sieht irgendwie ein bisschen männlich aus, aber ich würde sagen, es hat Brüste. Er, sie, es.
Erinnert ihr euch an die ältesten Portalstatue im Palasthof? Nun, eure Erfolge haben die königlichen Magier dazu inspiriert, die zweite Statue zu aktivieren. Warum sehen wir sie uns nicht mal an? Das wird eine nette Abwechslung zu dem ganzen Weltsteinkram sein. So viel ist sicher. Okay, dann folgen wir ihm. Ich weiß echt nicht, ob es eine sie oder ein er ist. Ist mir eigentlich auch egal, aber so wegen der Ansprache, also. Auf jeden Fall ziemlich muskulös. Passend für einen Schmied, würde ich mal sagen. Gott, ist das hier laggy. Man nennt es das Herausforderungsportal. Anscheinend ist es eine Verbindung zu sonderbaren Reichen voller Monster. Die Abenteurer wetteifern bereits miteinander, wer diese Kreaturen am besten töten kann. That's interesting. So, it's a test of strength, then. Knew that would get you interested. Das muss doch eine Frau sein. Yeah, sure, you can consider it a test. You can also find some rare materials in there. I've never been inside myself, but it sure brings a lot of people to my forge. Warum schaut ihr nicht in meinem Laden vorbei, wenn ihr fertig seid? Oh, und wenn ihr dort irgendetwas Gutes findet, vergesst nicht, es mitzubringen. Wie könnten wir das vergessen? Das heißt, wir müssen uns mal mit dem Herausforderungsportal beschäftigen. Wie viel Platz haben wir denn noch? Müssen wir vorher einmal besser zum Schmied, aber das ist ja sie, ne? Hoffen wir mal, dass es reicht. Stufe 1, was machen wir denn mal? Betreten. Kommt zu mir in den Laden, wenn ihr fertig seid. Ja, dann gehen wir noch einmal alleine da rein. Ich hoffe, ich schaffe das hier mit der Steuerung, ohne zu sterben. Aber sehen wir gleich. Ist ja nur Stufe 1, das sollte ja eigentlich easy peasy gehen. Ich könnte ja mal, das wollte ich eigentlich sowieso noch gucken, meine Fertigkeiten anschauen. Geisterform, verwandelt euch. Knochenwand. Skelettmagier. Das hat mir... Verzeihung. Jetzt habe ich mich beim Einatmen verschluckt. So, das habe ich in den Kommentaren gelesen. Hat mir jemand netterweise mitgeteilt, dass das ziemlich cool sein soll. Beschwört also 13 Sekunden lang einen unbeweglichen Skelettmagier, der Seelenfeuerbälle in eine Richtung wirft und allen Gegnern im Pfad des Balls jeweils 192 Schaden zufügt. Ihr könnt insgesamt nicht mehr als 6 Skelett-Champions und Skelett-Magier befehligen. Würde ich vielleicht sogar mal testen. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir deswegen austauschen, aber vielleicht legen wir das mal an und machen mal diese Knochenwand. Die muss ich aufladen, das nervt mich ein bisschen. Vielleicht vereinfacht das so ein bisschen. Das können wir nicht. Nee, das können wir nicht aufladen. Das vereinfacht dann auf jeden Fall ein bisschen das Spiel für mich, weil ich nämlich dann nicht für die Spells wechseln muss. Das ist halt ganz cool. Da kann ich halt alles mit der Maus mit den Knöpfen machen. Das erleichtert es auf jeden Fall schon mal. So, da können wir nicht lang. Explodieren alle! Das ist so cool. Ich mag das mit dem Explodieren super. Still recharging. Okay, haben wir den jetzt hier falsch aufgestellt? Nee, passt. Noch mehr? Bisschen. Das nehmen wir noch mit. Ja, das hilft richtig gut. So. Wenn ihr nicht hierher kommt, dann könnt ihr auch nicht von meiner wunderbaren Explosion profitieren. Das ist super schade. Ja, dann treffe ich ihn doch gar nicht. Die Heilkugel nehmen wir noch mit. Ey! So. Na voll, jetzt ist er gut. Wenn dabei welche sterben, ist halt auch richtig gut, weil dann einfach schon direkt neue Leichen. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen makaber, so ist es nicht gemeint, aber... Kann man halt direkt so weiter explodieren lassen, ist halt richtig cool. Na, wo rennt ihr denn schon freiwillig hin? Können wir hier ein paar zusammenziehen, damit es ein bisschen schneller geht? Ist hier Ende oder geht's da weiter? Vielleicht geht's da weiter, dann gucken wir mal noch nicht. So. Ein bisschen was zum Zusammenziehen fehlt mir noch, aber vielleicht kriegt man das später noch, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe mich auch immer noch nicht, tatsächlich immer noch nicht, wirklich noch nicht mit den Spells auseinandergesetzt. Das kann ich auch mal tun. Und der Klasse generell, außer dass ich sie halt so ein bisschen spiele.
So, wir gehen mal zuerst hier lang. Mal hier nämlich Ende ist. Okay, dann können wir da einen hinstellen. Da können wir sowas machen. Alle umbringen. Das ist so nice. Ich mag das echt. Ich mag das wirklich sehr. So, aber dann geht's da weiter. Was müssen wir denn auch machen? Ach, hier ist es wie beim Ältestenportal. Die Zeit läuft. Man muss innerhalb der Zeit genug Fuzzis töten. Damit man eine Belohnung bekommt. So, machen wir das mal so. So. Oh, ist der da unten wirklich? Kannst du bitte hier hochkommen? Das wäre super duper. Kannst du bitte noch weiter hochkommen? Natürlich kommt er nicht hoch. Nee, dann muss ich da unten neue Kadaver machen. Dann ist das halt leider so. So, wie viele können wir denn von denen hinstellen eigentlich? Können wir da mehrere von hinstellen? Wow. Also ich meine, vielleicht stirbt der halt schneller, als ich den nächsten beschwören kann. Aber das wäre ja gut an sich nicht so schlimm. Ja, man kann auf jeden Fall scheinbar mehrere parallel haben. Hör doch mal auf mit diesem ganzen Scheiß hier, das nervt. Ich muss mich so viel bewegen. Das war ja ziemlich einfach. Einmal alles eingesammelt. Boah, das ist echt laut. Wenn das tatsächlich zu laut sein sollte, müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben und Bescheid sagen. Aber das haben wir erstmal abgeschlossen. Das ist doch schon mal gut. Ältestenportal könnten wir vielleicht auch mal wieder machen, aber... Naja, mal gucken, was noch so ansteht. Jetzt haben wir erstmal das erledigt. Gucken wir doch direkt mal in den Kodex. Hier, Welt. Da haben wir wieder irgendwas. Solo-Stufe. Herausforderungsportal. Wenn wir zwei machen, kriegen wir dann irgendwie noch einen Bonus, oder? Wie verstehe ich das? Hier noch irgendwas fertig? Nö, wir können da noch gar nicht viel. Mit dem 60er habe ich dann jetzt schon alles frei. Also das wird, wie sieht es ja hier, so nach und nach freigeschaltet. Das sind dann neue Inis und sowas. Ist ganz cool. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier Auto navigieren. Nee, das klappt noch nicht. Irgendwann später klappt das auf jeden Fall. Dann kann man halt auch irgendwelche Stellen anklicken und navigieren. Und dann läuft er sie erst von alleine dann hin. Und das ist auch super praktisch. Vor allem am Handy spielt man ja wirklich die ganze Zeit mit zwei Händen. Und dann hat man mal kurz einen Moment, wo man irgendwie nur das Handy halten muss. So, wir machen mal... Das. Ich habe mir die noch gar nicht genau angeguckt. Das gucken wir mal ganz kurz. Ob es hier irgendwas gibt, was schon besser ist. Das ist doch besser. 936 Punkte ist doch schon mal besser als das andere. Vielleicht machen wir das. 1200 ist nicht besser. 1100 auch nicht. Blau wahrscheinlich sowieso nicht. Das hat 700. Das hat auch weniger. Okay. Aber wir können ja Sachen aufwerten. Uch, das könnten wir vielleicht auch mal machen. Erstmal zerlegen wir jetzt diese Sachen. Können wir hier irgendwas aufwerten? Das können wir auf jeden Fall aufwerten. Das machen wir doch. Auch sinnlicher Blick. Oh. Können wir hier noch irgendwas anderes machen? Nee, die anderen sind jetzt das hier wahrscheinlich noch, ne? Das kostet ja nur diese Rüstungsteile. Das nehmen wir gleich mal mit. Das braucht schon Steine. Das geht gar nicht. Das könnten wir theoretisch, die Einser könnten wir dann, wenn wir wieder diese normalen Rüstungsteile haben, aber... Ja, das ist halt noch nicht so. Begebt euch zu Shazis Schmiede, da sind wir doch. Achso, wir müssen von hier kommen. Wir müssen uns einmal hier hinstellen, damit es für die Quest zählt. Das ist auch okay, von mir aus das. Na, sieh mal, wer da ist. War das Herausforderungsportal ein Erfolg? Wenn ihr dort etwas gefunden habt, das ihr nicht braucht, können wir es wiederverwerten und die Materialien zur Verbesserung eurer Ausrüstung verwenden. Hier wird nichts verschwendet. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe etwas für euch gefertigt. Es ist dort auf der Ablage. Seht es als Dank dafür, dass ihr meinen Schwestern geholfen habt. Hoffentlich wird es euch auf eurem nächsten Abenteuer ebenfalls helfen. Da wir davon sprechen, der Großteil des Rakis-Platz ist jetzt geöffnet. Überall befinden sich nützliche Händler. Seht ihn euch ruhig an. Wenn ihr nicht wisst, wonach ihr sucht, ist Wintons Markt ein guter Anfang. Gucken wir mal, was sie gemacht hat für uns. Charis Geschenk sieht blau aus, also wahrscheinlich schlechter als das, was wir haben. Ja, dann können wir das vielleicht direkt einmal verwerten. Dafür gibt es drei Teile. Erreicht Wintons großen Markt. Navigieren klappt nicht. Dann laufen wir doch mal so hin. Ist das der große, hochoffizielle Markt?
dir. We have the finest goods the world over. Hail and welcome to Winton's Grand Market. Officially certified by Westmarch and a guaranteed fair trading ground. Huh. If you wish to buy or sell, we will gladly aid you. For the smallest of fees. Natürlich, the smallest of fees. It can't hurt to look. New goods arrive all the time. Welcome, most esteemed. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Beobachtungsliste. Ich habe schon eine Beobachtungsliste. Es gibt auf jeden Fall scheinbar hier sowas. Legendäre Edelsteine. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Man braucht auf jeden Fall Platin. Ja, man kann hier für Platin alles Mögliche kaufen. Platin ist die Währung, die man bekommt, wenn man zum Beispiel... Achso, das haben wir hier noch nicht. Aber hier, wenn man hier... ich glaube, ab 30 oder so geht das. Da kann man sowas wie tägliche Sachen machen. Ich glaube, man kann das ein paar Tage stacken. Also wenn man es irgendwie 2 Tage nicht schafft, dann kann man am 3. Tag, ich weiß nicht wie weit zurück, aber man kann, glaube ich, mindestens die letzten 2 Tage noch machen, dass man dann sozusagen diese Aufgaben hier erledigt. Bestiarium zum Beispiel oder Kopfgelder, Ältestenportale. Da gibt es dann diese Punkte für, die man auch für den Battle Pass braucht. Und wenn man da, ich glaube, 120 braucht man davon oder so, dann gibt es 300 Platin. Das geht dann aber eben nur einmal am Tag. Und ansonsten kann man das, glaube ich, nur für Geld kaufen. Adventurer, over here. I think I have a few wares more suited to your skill set. I saw you leaving Winton's place. Perfectly fine if you're looking for jewels and that sort of thing, but I know there's more to being an adventurer than that. I'll trade you for any silver hilts, the coin of the honorable knights of Westmarch. Do good around here, earn a few, and your renown will foot the bill with me. Vollbringt gute Taten. Hilts, eh? I'll keep that in mind. Wir haben sogar schon ein paar Hilts. If you're interested in browsing what I have available, come find me at the Immortals Overlook. Until then. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Kane. Hopefully he has learned more about the stones. Wo ist denn der Overlook? Wo ist denn der Hilfhändler? War der nicht hier irgendwie? Ist hier nicht irgendwie der Overlook? Oder hier? Aussichtspunkt. Ja, kommen wir doch mal dahin. Den gucken wir doch direkt einmal. Wow, warum haben wir denn so auf dem Fußboden, um das Portal zu beschwören? Ganz schön aggressiv. Aber den Hilfhändler, den schauen wir uns auf jeden Fall nochmal eben an. Da gibt es, glaube ich, einmal die Woche auch ein legendäres Teil und ein paar coole Sachen. Da ist er ja. Ah, yes. Your reputation precedes you, friend. Gegenstände ansehen, das machen wir. Ja, genau. Monatliche und wöchentliche Kaufbeschränkungen gibt es hier. Waren wir hier nicht schon mal? Ich weiß es gar nicht. Also mit meinem Main war ich auf jeden Fall schon mal da. Im Moment scheint es hier noch nicht so viel zu geben. Man kann auf jeden Fall hier ein legendäres Emblem auch einmal im Monat kaufen. Und hier diesen legendären Edelstein. Ja, ein paar andere Sachen ein bisschen häufiger. Ihr seht es schon. Wir haben jetzt noch nicht so viel Hilt, also wird sich das wahrscheinlich... Kauf nur für Unsterbliche. Also wird sich das wahrscheinlich jetzt noch nicht so richtig lohnen, aber es gibt dann auf jeden Fall einmal die Woche auch ein legendäres Teil. Das habe ich auf meinen anderen Charts gesehen. Das würde ich dann auf jeden Fall gerne mitnehmen. Aber wir müssen erstmal zurück zu Kane. Ja gut, das klappt natürlich so nicht. Dann laufen wir da mal hin, aber ich würde sagen, was auch immer er rausgefunden hat, schauen wir uns an in der nächsten Folge. Also ja, ich hoffe, er findet einen Weg, damit wir diese... Weltensteine zerstören können. Oder er findet einen Weg, wie es überhaupt funktioniert, dass wir ihm dafür was besorgen oder da helfen können. Aber ja, es bleibt spannend. Also danke euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.